Schnell! Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich habe getan, was nötig war. Ich weiß und... danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich! Halt! Nicht Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich will schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse, vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Ist okay, Schätzchen, ist okay. Sei ein gutes Mädchen. Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Ich auch. Wie man ihn aufhalten kann. Kommt zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. Nichts mehr raus hier. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bard finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bard noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Runter von meinem Zug, Dreckskerl! Das ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit einem heißen Date? Ach, nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Red, halt! Die! Komm schon, Mann! Nicht du auch! Tut mir leid! Tut leid! Mist! Verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier! Komm doch her! Lass ihn! Komm! Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im STARS-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an. Hab das STARS-Büro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch, Mann. Ohne eine STARS-ID geht die nicht auf. Was zur Hölle war das denn? Ist schon wieder weg. Okay, geht wieder los. RPD-Begrüßung. Bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Verschlossen. Cops zu erschießen. Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Carlos, Das STARS-Büro ist geradeaus. Verstanden. Oh, verdammt nochmal. Was soll die Blockade? Lieber nicht. Okay. Schätze, wir tun's auf die explosive Tour. Meins. Zu Papa. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komme zu dir. Verstanden.